Hej, cześć i witam Was po raz kolejny w Walhalli. Tym razem już będziemy trenowali sztukę kamuflażu od tych naszych przyjaciół, od tych dwóch tajemniczych gości. Okazuje się oczywiście, że są to asasyni, no jeszcze nie wiemy, za bardzo nie ufamy im, ale zobaczymy co dalej. Musimy tutaj wykazać się wyrafinowaniem, żeby dostać się do Gorna. Do chaty Gorna, więc zapraszam na ten odcinek. Mamy jakąś taką nowość, obszar nieufności. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Moment mal. Okay, to trochę chroni, ale nie tak do końca. Stück Scheiße. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Hohoi. Na ladnie. Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstanie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Dobra, zobaczymy co to jest ten Althing, bo wrogowie frakcje... Właśnie, co to jest Althing, to nie wiem. Wrogowie, czy tu mamy coś podane? Raczej nie. Ale zaraz, może w zadaniach będziemy wiedzieli. Muszę bardziej uważać jak gram, bo nie zwróciłem uwagi, nie uważałem dobrze i teraz nie wiem co to jest ten Althing. Duża chata u góry jakaś. Chata to raczej taki zamek, warownia.
nehme es mit jedem auf. Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ah, Götter. Ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornie euch Glück gewähren. No, nie wiem, czy ich biete dir meine Hand und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? No to jest właśnie ta decyzja teraz. Pewnie będzie miała jakiś tam wpływ, ale nie wiem czy... No, wydaje mi się, że należałoby go zgładzić. Dobra, zabijemy go. Schicke ihn nach Hel, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen Troll wie ihn. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. No, jednak darował mu życie, no. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen.
Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was denn hier? Alles Drada. Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Was ich über das Schicksal weiß, ist, dass es nicht vorhersehbar ist. Darüber hinaus sorge ich mich nicht. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Vor mir hast du nichts zu befürchten, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter. Und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. No, mamy zmianę na... w polityce, na czele teraz być może nie będzie stał nasz dotychczasowy król, tylko właśnie ten władca. No ja się tych imion ich nie mogę nauczyć, nie... brzmią dla mnie obco, trudno mi się ich do nich przyzwyczaić niestety. Er markiert bereits sein Territorium. Markiert? Götter, er spritzt damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug und er schätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Dobra, Harald. Harald to jest ten nowy władca. Sigurd to jest ten... Sigurd to jest ten mój taki przybrany brat. No dobra. Wiem, o kogo chodzi, nie wiem, jak się nazywają jeszcze wszyscy tutaj bohaterowie. Ale zaraz, od tego mamy kodeks. I od tego mamy właśnie... Sigurd, to ja wiem. To nazwiska nie będę wymawiał w ogóle. Styrbjörn. Styrbjörn. Król Fornburga, to właśnie król Styrbjörn. Stał na czele klanu Kruka, do którego należy nasza bohaterka. No i on, no właśnie, ogłosił, że będzie służył od tej chwili Haraldowi, ale Harald, zobaczmy, kim jest Harald. Faktycznie to był król zwany Jasnowłosym, był synem jakiegoś Hawdana Czarnego, który swój przydomek zawdzięczał bujne czarno, no dobra. Czyli ten Harald to będzie ten, tym obwieścił się królem Norwegii i tutaj te wszystkie plemiona chce zjednoczyć. I padł na Styrborna, natomiast ten nasz brat, Sigurd, no nie chce się podporządkować. No zobaczymy, mamy czas do jutra, żeby się opowiedzieć po którejś ze stron. Zobaczymy. Pogadajmy z tym Sigurdem w takim razie. Du da, was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher.
No kurczę, no. A cała wioska będzie przeciwko mnie teraz. Weißt du, dass Harald Raubzüge in ganz Nordwege verboten hat? Allerdings. Beunruhigt dich das nicht? Wenn wir niemanden überfallen dürfen, darf uns auch keiner überfallen. Ah, stimmt natürlich. Sigurd gdzieś tutaj powinien się znajdować, ale jak go odszukać? Los, synu. No jest gdzieś chyba tutaj, w tym budynku. Es gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Vielleicht. Er würde sich mit dir vergnügen und abhauen, du dumme Elster. Und dich mit einem anderen Soldaten zurücklassen, den du alleine großziehen musst. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, ihr alle. Lasst mich reden. Ah, neu ist. Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht. Sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel, nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran, in neue Lande. Nach Englerland, in eine neue Heimat, unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Nie, no te łupy zabierzemy, a co? Niech ma nowego króla. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich.
Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. No, na pewno się dowie o tym. Ale ciekawe jest, jakbyśmy wybrali tą drugą opcję, co by się stało. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Zanim ja stąd wyruszę, to bym chciał jeszcze zobaczyć tutaj na mapkę świata. Czy tu coś jest, ale chyba nie ma nic już. Du dumme Elster, und dich mit einem kleinen Soldaten zurücklassen, den du alleine großziehen musst. Du, ich habe eine Tankoda. Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner! Oj, to będzie teraz konfrontacja. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy pozwoli nam odpłynąć? Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du ließt mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen.
Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch, nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. No dobra, dostaliśmy trochę surowców. Ja myślę, że słusznie, że to wziąłem. Przecież trzeba jakoś się urządzić, nie? No to rozpoczynamy nową przygodę. Sigurd, wie lautet der Kurs? Die schöne Ragnar hat meine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Singe ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, wenn die Götter auf das Tor uns einen mächtigen Fucht schickt, um uns anzutreiben. Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an! Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Valhall! No to był taki prolog właściwie, no ale dosyć długi, kilkunastu godzinny, a jeszcze tutaj nie wszystko oczywiście sprawdziłem. Ale myślę, że będzie okazja wrócić do Norwegii, no bo tam sporo rzeczy jeszcze zostało niezbadanych. Duża mapa. A tymczasem nowy przerywnik, posłuchajmy. No wygląda jak czasy współczesne. Co się dzieje? In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, einer Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. No co tu się dzieje? Jakaś ziemia zbliżająca się ku zagładzie. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? A to jest chyba ta pani doktor. Zobaczmy. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Ach, i Eivor, no to dlatego ona tutaj
w jej rolę się przedzierzgnęła. No dobra, a co dokładnie musimy tu zrobić w tym miejscu, bo nie wiem. Jesteśmy gdzieś chyba w Norwegii, tak się domyślam. Zobaczmy, czy mapka się otwiera. Nie. Wygląda właśnie jak te tereny, gdzie Eivor, albo Anglia, no nie wiem. Chociaż ta ma ten dom, to taki bardziej norweski. No ale flaga nie. Dobra, może do tego samochodu trzeba. O kurcze. Noch ein Satellit. Verdammt. No, bardziej przypominało to jakąś asteroidę. Podejdę do tego samochodu, może coś tutaj trzeba zrobić. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht jetzt. Coś może w środku, faktycznie. Tee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauch sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. No to ta chyba jest tą panią doktor jednak, ta jej przełożona. Dobra. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. A o co chodzi z tym? Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. To nie wiem, insygnia władzy? Skorzystaj z laptopa, zobaczmy. Das ist hübsch. Beruhigend. Chyba nic tu nie ma. Nie, zdecydowanie. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Ale muzyka, dobra. Może lepiej nie. Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Czy to Ameryka jednak? Kannst du über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Ale co ona robiła? Ivor w Ameryce? Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber
Wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Schon war fleißig. Dziwna wiadomość. To kawałek nagrania wysłany z nieznanego miejsca na nasze szyfrowane serwery. Zagadkowy plik dźwiękowy z nieznanym głosem i jakimś sygnałem w tle. Okazało się, że ten sygnał to syfr. Doprowadził nas precyzyjnie do pewnego miejsca tu w Nowej Anglii. Zaczęliśmy kopać i na Boga, trafiliśmy na złoto, to znaczy srebro, dominującą walutę w ciemnych wiekach. Ale zaraz, tam było coś chyba jeszcze. Właśnie. Rzecz w tym, że to grobowiec. Normański wojownik, pochowany w końcu IX lub początku X wieku naszej ery. To o kilka stuleci wcześniej niż pierwsze znane nam osady. To wielka sprawa, jeśli się nie mylimy. Pozostaje pytanie, jak te kości się tu znalazły. Właśnie. Tego nie wiemy. To się dowiemy pewnie. Pogadajmy jeszcze z tą... Geht's dir gut? Panią doktor. Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die 2 Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie 2 Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für... Du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Wydaje mi się, że tutaj chyba więcej nie mamy nic do zrobienia. No cóż, to pora się pożegnać w tym odcinku. Dużo się wydarzyło. I zaprosić was na kolejne. Także hej, hej, cześć.